So, da sind wir wieder mit It Takes Two, natürlich mit Andy und wir so haben jetzt das neue Item gekriegt, so ein Seil und mal gucken, was das bedeutet. Sup, kloppte, ah, okay, F. Oh, shit, alles klar. Vor allen Dingen so ein Weg in die Äste geschliffen. Holy moly. I told Rose not to throw her shoes up here. Oops. Okay. I told her I did that when I was a kid. So you're the guilty one. She's outgrown them anyway. Ich hab F gedrückt. Did you build a treehouse for Rose? No. Why do you ask? There are windows. Oh. Who could have built those? Ich habe keine Zeit, eurem Geschnatter zu folgen. Ich muss auf das Spiel achten. Hey, there's our swing. Finally, a use for that thing. Let's get across. Oh, das war nicht weit genug. Hallo. Und tschüss. Ach, dick auf dein Screen falle ich runter. Wow, nicht weit genug. Und tschüss. Werfen. Here we go. Ist schon neckisch, das Game. Let's get higher. Oh, wow. Woo, weird, but useful. I'm a superhero with a rope. You're a clay man with a rope. Yeah, beware. Oh, ich habe meine Nägel verloren. Ich mochte die Nägel aber. Ja, ja, nicht drängeln. Ich habe nichts gedrückt, ich habe den nur machen lassen. Das macht wirklich unheimlich viel Spaß mit dem Schwingen, ist gut gelöst. What's it doing up here? Looks like a pulley controls it. Wer hat denn die Tür da so fein reingebaut? A door in a tree? I don't like it. We gotta get to Rose's room. Can't you see how far away it is? Yes, I can see how far away it is. That's why we gotta keep moving. Yeah, maybe there's someone inside who can help us. Really? Whoa, whoa, whoa! Wait, what are you doing? We don't know what's inside there. Come on, it might be a shortcut to the house. Yeah, but what if it's not? What if it's... Who sent you? No one. we come in peace. We're trying to get to the house. The house? What's your business there? We haven't got time for this. Is this a shortcut or not? Okay. Oh, great. Oh, I told you this was a bad idea. Not helpful. Come on, help me push. It's too heavy. Why the glass jar? Well, at least we can see through it. Oh, that's great, May. We're imprisoned, but the view is amazing. Dad? Dad, I have to tell you something. It's important. Have you heard of this book by, Dr. Hakim? He says that it's important to forgive each other. Because then you can become friends again. If you want, you can borrow the book. Okay. You're busy. Sorry. Cody, are you okay? Ganz schön schlauer Ratte. I've been better, but I'm okay.
Ratten. You're working for the Wasps? Eichhörnchen. What? The Wasps? Don't play dumb. Did they send you here to kill us? Feuerzimmer. Kill you? No. We're not working for any Wasps. We'll see whose side you're on. Pull a switch. You got it, Chief. Oh, get away, get away, get away! Boss, it doesn't look like they're on the Wasps' team. And why don't they die? Maybe they have superpowers. What if they can help us? Yeah. Let's find out. Abort. Oh. Oh, are you okay? Yeah, you? Yeah, just about. That was terrible. Horrendous. Frisur aus Pappe. So, you want to get to the house? Yes. We can get you there. Really? You? That's very, kind. On one condition. What do you mean? Follow me. May, come on, this is a terrible idea. Come on, Cody. I don't want to go. Wow, they must be real hoarders. Hey, May, that's our remote control. They stole it. Those sneaky rodents. Look, our family photos. What could they want with those? I don't know. Oh, we look good. Hey, that's my underwear. Oh, hardly a loss. Kein großer. Oh. You used to love that underwear. Used to. Total bekloppt. Enemy Alert. Feindalarm. The Wasps have invaded our tree and wiped out most of our tribe. You two must kill them. What? We can't kill those crazy creatures, you nuts. No, no offense. Don't worry, you'll just survive two of them. Against a whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hazelnut technology, the tree sap Abshaiki 57. Oh. Oh. Combined with a drill buzzer X200. Whoa. Boom. Okay. Warum kriegt sie da gute Zeug? We sent an undercover agent who could operate our queen robot. As planned, the Wasps believed the robot was their real queen. But instead of wiping out the Wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. So, kill the Wasps and the agent in the robot and we'll help you get to the house. Understood? Yeah, sure, but isn't there a more civilized way that we can... Whoa! Wünsches. Einfach vor die Tür schmissen. Die sind ganz schön gut ausgestattet, vor allen Dingen Roboterwespen. Und die kann die Seiten wechseln. Well, you wouldn't have to, if you'd cleaned out the hive. What? What hive? Remember? In the real world? In our tree? I asked you so many times and you promised to get rid of it. Yeah, yeah, fine, fine. But we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door. Well, at least they're gonna lead us to the house. What are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels. They stole my underwear. Oh, believe me, that was a blessing. Oh, really? Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Oh, I sincerely doubt it can fly. Of course you do. You know what? I can't wait to get back to my real body so that we can get divorced. Oh, me too. May? May, what now? I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Don't worry, we've got weapons. What, you mean these homemade squirrel DIY drill baz or tap shiky things? You saw how powerful they are. Let's drill baz. Unless it's drill bazen.
A target? What's that hanging there? Down we go! What you're listening to is another one of my latest hazelnut creations. You'll find them at key points throughout the tree. The squirrels weren't kidding. Yeah. This is a war zone. Shit, Vorschmidt. Warte mal. Shooting targets. Ah, da ist die Königin. Ja, aber. Ja. Falsches Gerät. Ach, wir sind in Trainingseinheit. Du musst erstmal die alte da wegnutscheln. Und dann gibt's hier noch Ziele. Zack, zum Üben. Warum ist wieder so eine alte? Alles klar. Wow. This is impressive. I'm getting spooky vibes from this place. Okay, can we please turn back? By the way, that was impossible. I can see the doors behind me against the wall. Your only way out is the wolf's lair over there, on the other side. Eben hast du schön gedreht, das Ding. Ja, ja, ich bin durch. Ja, aber ich nicht. Ja, warte, da kann ich noch was machen. Hier ist ein Knopf. Ohne meine Hilfe wirst du den nicht wegmachen können. Warte. Das geht schon irgendwie. Bin durch. Okay. Und nü? This was ready. Ja, mehr. Der falsche Weg. Ach, hier sind wieder Bugelpilze. Olli. Ja, was denn? Tschüss. Mal nach oben. Ja, okay. Nee, da muss ich kleben. Und ich muss ran schießen. Nein, nicht daran schießen. Du musst auf die Platte schießen. Damit sie sich senkt ein Stück. Würde ich da oben rankommen. Andere Richtung. Muss erst jemand, genau. Die Brücke muss erstmal hier wieder. Spreng mal die Scheiße auf der Brücke, die geht dann wieder hoch. Genau. Okay, machen wir so. Und drüben. Ich nicht. Vielleicht brauchst du wieder was zum. Ne, ja, geht, okay. Golo. Muss bisschen mal zielen dafür. Bringen?
Noch weiter runter? Sprengen? Die Dinger, die ich da hingeschossen habe? Runter. Hier, den Käfig runter. Den Käfig runter machen? Mhm. Ich habe extra da drüben, wo was zum Abfackeln ist. Ah, ich verstehe. Und wie willst du das jetzt sprengen? Okay. Ja, dann ziehe ich das Gewicht darunter. Okay, da hinten. Dann können wir mit dem Seil schwingen. Ich muss schwingen, du musst sprengen, damit es wieder hochgeht. Ich muss da hinten rollern. Aber erst wenn ich dran klebe. Kleb dran. Schneller! Ja, ich kann nicht so schnell. Bin drüben. Halb so wild. Jetzt stelle ich mich mit meinem dicken Pöppis auf den Eimer und dann YOLO. Oh, er wird in der Bärenfalle gehalten. Schnell! Oh, scheiße, ich bin gefallen. Okay, bin durchgekommen. Well, this got interesting. They're experimenting on an acorn. They really are nuts. Look at those Tesla coils. These squirrels seem far more capable than I thought. Okay, ich hänge mich mal hier dran und du sprengst. Mal gucken, ob das hilft. Oh, da kann man sich nicht dran hängen. Okay. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich das noch tiefer machen? Nein. Spreng das mal. Okay, das ist dann... Okay. Ah, guck mal. Du kannst jetzt hier drauf und dann kann ich das behängen. Du kannst da auf die Platte klettern. Ja, geht ein Weg runter. Soll ich verschießen? Mach einfach erstmal. So, jetzt kannst du weiter. Yep. Hier dasselbe. Und dir, warte. Da nein! Oh, jetzt. Runtergefallen. Also, ich stehe auf der Platte. Also, was auch immer du da machen kannst, das wird das sein. Ich glaube, das Schildchen schießen, ne? Von der anderen Seite. Wahrscheinlich hier drüben ran. Von der anderen Seite. Oder so rum, wenn du das willst. Genau, ich hätte da drauf. Bin da. Ach, du bist oben. Es macht schon Spaß, jetzt mit dem Bum-Bums. Nee, wirklich nicht Start drücken. Will ich schon wieder irgendwas drücken müssen? Weiß nicht. I don't like the look of this. Ja, dann geh ich drücken. Die zwei Sachen hängen zusammen. Meinst du, da geht eine Tür auf? Weggesaugt. Okay. Okay. Ja, jetzt musste mich malträtieren. Ja, denn Strom, Tod, Wirbel oder Brain AFK? Natürlich, was hier passiert ist, ich wollte den Knopf nicht drücken. Nein, ach, erzähl ich glaube, das mir keine Geschichte. Start. Ja, schön, wie kriege ich da jetzt wieder raus?
Stopp, da ist der Stopp, spring drauf. Er muss mit Boost springen. So, jetzt bin ich wieder raus. Das ist vor Hinterkammer. You look fine though. Müssen aber irgendwie den Automaten. Ich sehe hier nur nichts, wie man das Ding anmacht. Sag mal. Ach, guck mal. Geht ganz kurz auf dann. Warte mal. Was geht auf? Die Klappe ist gerade aufgegangen, die rote. Ach so. Mach mal alle auf. Okay, bleibt keine mehr haften. Dann spreng mal. Dann musst du die richtigen Klammern lösen. Oder alles einbrettern hier. Habe ich doch gerade versucht, geht nicht mehr ab einem bestimmten Punkt. Aber ich probiere es nochmal. Ah, okay. Und dann stellst du dich am besten auch hier in die Mitte, weil dann geht bestimmt was los. Aber erst muss ich alle einbrettern. Einschmalzen. Die ersten lösen sich schon wieder auf. Dann gib mal Gas. Mach. Looks like something was kept in here. It's okay. Yeah, weiß Bescheid. Whatever it was, it's gone now. Breit? Ja. Mach schon. It's Scepter! Warum sprengst du die denn? Ich muss doch hier ein Gefälle machen, damit der Korb zu uns runterkommt. Müsstest du den da hinten mal sprengen? Kannst du den ersten hier sprengen? Ich mach den anderen schon wieder voll. Noch nicht sprengen. Sprengen? Nein, nein. Ja, die hintersten. Okay, jetzt den vor wo, und bei uns hier den sprengen. Und YOLO. Läuft gut. Something's coming. Da oben die Bienen. Ja. Schieß mal da oben in das Loch rein. Ich kann die einfach zur Landung zwingen, wenn die vollgeklebt sind. Schieß mal ins Loch rein. Hab ich doch, da klebt doch. Überall. Where'd you go? I think that's the last of them. Komm mal weiter. Hier bei mir geht's weiter. Ups. Müssen wir gemeinsam. 3, 2, 1, Doppelsprung. Nö. Das haut nicht hin. Weil auch kein Strom da. Versuch mal da zu sprengen. Nope. Also eine Gegensprechanlage. Vielleicht geht das. Geht der Penüpsel bei dir hoch? Du schießt drüber hinaus. Ach so, ja, wo soll ich das denn sehen? Auf dem Penüpsel bleibe ich nicht hängen. Wenn ich da drauf schieße? Auch nicht. Hier sind auch wieder Boogie-Pilze. Hey.
Der Kolben bewegt sich aber. Wir müssen nur besser zusammen hüpfen. Doppelsprung. 3, 2, 1, go. Ne. Da tut sich auch nichts. Ah, warte mal. Die müssen wir, guck mal da, das sind Abfackeldinger. Fackel mal ab. Ne, keine Abfackeldinger. Aber da ist eine Brücke. Ach, die kann Olli? Ich wieder vollkleben, wa? Olli. Ja, was denn? Ich sehe es. Kannst du hier in den Rost reinschießen? Ich habe das gelbe Ding gesehen. In den Rost reinschießen? Versuche ich es mal. Ah, ja. Wird sogar gezielt. Bei mir auch. Das ist eine Druckpumpe. Mhm, das gleiche gibt es hier drunter auch. Ich kleb rein und du schießt drauf. Ist voll. Ja, und du musst denn oben mit. Ich muss erstmal da oben sein. So, bin drauf. Mach mal da oben auch was rein. So, ich schieße ja. Hier unten. Bin droben. Ja, und über dir ist dann mit F. So, hier ist Abfackler. Hey, May! I think there's a break here! Let's knock it down, then! Wie soll das denn funktionieren? Musst du irgendwo die Tür aufmachen. Ja, aber erst, wenn ich auf der anderen Seite bin. Ah, ne, ich kann durchschieben. Aber du musst auch hier rüber kommen. Aber ich kann dich von hier aus nicht bestücken. I can't get a good shot from here, Cody. Nee, da geht nix. Du müsstest eigentlich das hier noch abfackeln können, aber du kannst hier nicht rüberschießen, ne? Doch, oder? Kannst du... Ich probier mal, ob ich eine... Ne, Sprengkette kann ich auch keine legen. Ne, geht nicht. Was? Verstehe ich jetzt aber auch nicht, wie das funktionieren soll. Also kann da hinschießen. Okay. Ja, ich sehe schon. Leg eine Sprengkette. Okay, zünde. Hat geklappt. Jetzt musst du da reinschießen. Autoklicker auf E gestellt, keine Chance. Oh, you're going down. Olli, du bist gemein. Autoklicker? Natürlich nicht. Woher sollte ich das denn vorher wissen? Ich sitze hier und drücke mir mit dem Zeigefinger die E-Taste weg. Yes! I'm the master of the room. One win and you're already a master. Kommen Sie. Hey, May! Komm hier! Okay, weiter. Ich hatte die Tür schon mit Sprengung belegt. Er lässt mich halt immer allein. Oh man! My legs hurt! My feet hurt! When we get out of this mess, I'm having a cold beer. I'm having two! What if we're stuck here? You know,
stuck like this. You don't know that. We'll get to Rose and break the spell. No. What if we never get to her? Please stop talking and keep running. Oha. Müssen wir Schluss machen. Oh, ich kann schießen während des Slidens. Rosinen ausweichen ist aber doof. Wir können die aber auch wegballern, ich kann schießen. Ich hab F gedrückt, du Hüpfbacke. James Bond 003. Wer denkt sich so mal aus? Ein krankes Hirn, was sonst? Hat aber schon Spaß gemacht. So, aber... So, an der Stelle, ne? Den Kampf sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, alles ein bisschen doof, aber ist ja nicht so schlimm. Kommt ja jeden Tag. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.